Hallo, hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hearthstone. Letzte Folge haben wir mit dem Rock ein bisschen Unsinn gemacht. Drei Siege, zwei Niederlagen leider nur ergattert. Also ich habe einmal verloren, leider. Was schade ist, aber wir hatten einige interessante Runden, eine sehr knappe sogar, wo wir durch eine richtige Entscheidung noch gewonnen haben. Weil er uns nicht direkt Damage noch machen konnte und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde und hoffen, dass es jetzt nicht sofort endet, sonst wird es die kürzeste Folge aller Zeiten. Und darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich muss es künstlich dann verlängern. Nein. Nein. Dann werde ich mir einfach ein bisschen reinspielen danach. That's all. Ja, dann sehen wir ein bisschen, wie es in Rank 17 abgeht. Denn es ist eine neue Season gestartet. Eine neue Saison, sagt man auch. Okay, warte, das ist eine scheiß Hand. Ich nehme die doch mal nicht zuerst auf. Das war doch letztes Mal nicht so gut. Ja, die Hand ist jetzt. Oh, ich habe einen Zweier bekommen. Die Hand ist dadurch a little bit better geworden. Okay, wir tun in der ersten Runde wahrscheinlich nichts. Den haben wir noch nie wirklich sinnvoll eingesetzt, oder? Vielleicht kommen wir mal dazu, irgendwas Geiles vom Gegner weg zu, also, zu kopieren. Hey, wartet, jetzt bräuchten wir aber gar nicht mehr Coin. Na gut, stimmt. Der Coin wird uns später noch nützlich werden, glaube ich. Wir könnten nächsten Zug auch einfach die Spinne angreifen. Plus das, dann könnten, hat der nächste Runde ein Problem. Allerdings könnten wir auch einfach den beschwören. Und dann direkt Face gehen. Was wahrscheinlich sogar besser ist im Moment. Als ein paar Spinnen spawnen zu lassen. Vermutlich, aber okay. Er entledigt sich schon des Vorfalls mit dem. Ja, das sehe ich schon. Ist okay. Hier haben wir den nächsten. Die nächste große Einheit. Die Spinne macht im Moment nicht wirklich viel. Hat er den Zauber hat er bekommen durch Ding sogar? Dann nehme ich mal hier interessanter. Ich will Face gehen, bitte Face. Oh nein, nein. Ah. Oh. Das war ein ziemlich schlechtes Ergebnis. Ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis für mich, meiner Meinung nach. Wer Face obwohl, war wahrscheinlich okay sogar. Eigentlich wollte ich den Tiger beschwören und mit dem Tiger dann den. Aber er hat ja natürlich mit seinem Ding sowieso meine Viecher angegriffen, also war das okay. Da kommt der zweite Rahmengötze. Mann, 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 hör mal auf, ja, deine Götzen anzubinden. Es gibt nur den einen wahren Gott. Mich. Ja. Das meine ich so, wie ich es gesagt habe. Hör mal auf mit dem Schwachsinn. Was ist unser nächster Plan? Wir sind auf 5 Mana, also können wir den beschwören. Die Münze halten wir uns, damit wir eine Runde früher die Krake beschwören können. Wir können auch nichts tun, wenn er was Krasses beschwört, ein Attentat drauf üben, verüben und den Gegner zerstören. Aber theoretisch bleibt die beste Option der. Außer er macht eben, wie gesagt, sowas. So ein krasses Schild, den zerstören wir einfach. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Hier. Dann machen wir doch die Spinne kaputt. So einfach geht das. Schon hat er Minus gemacht. Und wir haben nicht mal ein Problem daraus bekommen. Kurz mal in den Haaren. Juckreiz. So. Also, wir haben das Problem elegant gelöst, würde ich sagen. Und können uns dann dem nächsten Zug widmen. Der eventuell einfach aus einem 6-6er besteht. Jetzt, wo sein 6-7er tot ist, haben wir mit dem 6-6er freie Fahrt. Oder eventuell noch den plus Heldenfähigkeit. Wäre auch eine Möglichkeit. Er überlegt wahrscheinlich, ob er seine Heldenfähigkeit nutzen soll, bloß Spinne, um den zu töten. Dann hätte er nur noch 4 Mana übrig. Und das könnte ein etwas schwacher Zug dann sein. Aber eigentlich ein okayer Zug. Ja. Das Geile ist, wir können den kopieren. Und ich denke sogar, das ist eine gute Idee, den aber zu kopieren. Ansonsten nichts zu machen.
Leider sind das sieben, sonst würde ich jetzt die einfach beschwören. Deswegen ist das eigentlich das Beste, einfach hier den zu kopieren und da anzugreifen. Ja. So ist okay, oder? Wir können noch unsere Handfähigkeit nutzen, aber ich glaube, das ist gerade nicht notwendig unbedingt. Wir haben den 4-6er, er hat einen 4-4er. Was wird jetzt sein Plan sein? Ich glaube, er hat schon Pläne. Pläne, die... Ja, sowas zum Beispiel. Ja, das ist übel. Das ist jetzt richtig übel. Wir hätten doch den aktivieren sollen, noch. Aber woher sollte ich wissen, dass er Mucklas hat? Von oben gezogen, glaube ich sogar. Oh mein Gott, das wird nur ein Spiel. Oh Gott. Er macht es tatsächlich. Okay, wir können den töten. 3, 5, das sind 9. Achso, er kriegt ja nochmal Stärke dazu, ja. Los geht's. Echt ärgerlich. Wir müssen noch was beschwören. 4, 6, 9, 10, 11 Schaden sind das. Oh, wir haben verloren. Ich kann nichts machen dagegen. Vielleicht merkt es gar nicht. Vielleicht denkt er, oh, was mache ich jetzt dagegen? Ich muss das Viech töten. So eine geniale Falle. Wow, okay. Ja, hier. Ah, das war ärgerlich. Wir haben gerade mal 3 Siege mit dem... Das ist sehr schlecht gelaufen. Okay, merken wir uns keinen Ruck mehr. Denn Ruck stinkt. Na gut, wir können Ruck schon spielen, aber... Wir müssen dann besser, also wirklich besser... Oh, wir haben immer noch 30, 50, 60 bekommen. Das ist okay. Dann haben wir immer noch 10 Gold weniger gezahlt als üblich. Für dieses Pack hier. Na gut, jetzt haben wir 7 Minuten gespielt. Hm, ja. Würde sagen, wir werden dann wohl ein bisschen ranken. Okay. Apex Sabotage. Vielleicht einen zufälligen Diener. Kombo, zerstört doch die Waffe eures Gegners. Okay. Dieses Set fällt bald weg. Wenn die neue Edition kommt. Woraus auch immer, wann immer auch die erscheinen mag. Da gibt es noch keine großen Infos. Hey, die hatten wir schon. Und 3 seltene auch. 3 gewöhnliche. Die seltenen hatten wir noch nicht. Okay, die haben wir schon 2-mal dann. Gibt ziemlich viel hier. Ja, das da. Staub. Was mehr jetzt wirklich hilft. So. Für das Standardformat später. Wir spielen Renolog. Das ist, ist das jetzt... Warte mal, ich muss mal schauen. Wie habe ich das Renolog diesmal gebaut? Ich verändere das ja die ganze Zeit. 2-mal Zombie-Ras, 2-mal dunkle Bombe. Interessant. Und wir haben die Combo wieder drin. Ja, yeah, die Combo, die ist irgendwie toll. Die, ihr wisst schon, mit Arkan, Golem und so. Und die, das Ziel ist es, die zu ziehen und dem Gegner 16 Schaden reinzudrücken. Ansonsten das Feld kontrollieren und gewinnen. So sieht's aus. Und damit spielen wir jetzt in dem Rank 17. Da kriegen wir bestimmt den einen oder anderen Sieg hin. Bin ich überzeugt von. Also, da es in der Arena nicht lief, müssen wir uns im Ranked ein bisschen profilieren. Mit unserem geilen Deck die Gegner auseinandernehmen, die nicht wissen, was über sie hinwegrollt. Naja, wir können trotzdem verlieren, natürlich. Vor allem, das darf man nicht vergessen. Der ist geil. Ja, man darf nicht vergessen, dass jetzt auch die neue Season begonnen hat und auch die ganzen anderen, die schon weiter normalerweise gerankt sind, spielen. Das heißt, es kann unter anderem auch vorkommen, dass wir jetzt gegen Rang 17 spielen, der aber in Wahrheit eigentlich schon Rang 5 oder höher ist, also früher in der letzten Season, und sie jetzt einfach wieder hochspielen müssen, so wie ich natürlich. Weil ich war letzte, obwohl ich kaum gespielt habe, war ich immer noch Rang 4. Oh, schaut mal, was wir da Schönes haben. So. Und das bedeutet, ja, dass ich besser bin als Rang 17, logischerweise. Gibt es was zu tüfteln? Geil. MacDeck.
Aber wir haben ihn den Mac geklaut. Upsi. Wollen wir ihn einfach damit. Aber das ist die Combo in Runde 5 für das dann, weißt du? Wir machen das einfach so. Und wenn er den angreift, wir können ja den damit zerstören, den vorrufen. Das ist sogar noch besser. Ah, ich weiß nicht, ob das besser ist. Wir könnten noch einen Schaden dann machen, logischerweise. Tja, traurigerweise, ich werde da jetzt die Karte ziehen auf jeden Fall. Das Deck besteht daraus, auch Karten zu ziehen. Ja. Weg mit dir. So. Zack. Kann sein, dass wir jetzt den natürlich verlieren. Aber das Feld ist frei. Das heißt, es kann bedeuten, dass er überlebt. Seht ihr? Und dann ist das einfach super gut. 3 plus 4 sind 7. Passt ja perfekt. Ja. 2. Okay, das ist nicht gut. 2 ist relativ schlecht eigentlich. Hat aber noch irgendwie funktioniert. So. Dann machen wir da noch einen. Und ich würde sagen, wir ziehen die Karte einfach. Karte ziehen ist gut. Da haben wir ja für die nächste Runde noch ein bisschen Action. Oh Gott, jetzt juckt das Auge. Heute ist der Tag des Juckens. Juck, juck. Ja, der ist tot. Totes Fleisch. Okay, das ist jetzt ärgerlich. Allerdings ist er immer noch totes Fleisch. Wir haben 5er, komm, wir beschwören das, denke ich mir einfach. Und schauen, wo wir reinschießen. Im besten Fall auf den da eigentlich. Okay, das geht auch. Und dann da einfach festgehen. Klar, er wird jetzt mit der Heldenfähigkeit den zerstören, damit den. Aber damit müssen wir leben. Ich hätte natürlich auch, bam, dann hat er den 2-3 nur irgendwo reingesetzt, aber... Okay, wollte er eben nicht, er wollte anders machen. Er dachte sich, er ist schlau. Nope. Wir machen Dr. Boom. Was macht er jetzt? Gegen Dr. Boom! Ja, hier, wir zerstören den jetzt einfach. Und gehen wir Face oder? Ja, komm, Face. Junge, was hat er jetzt vor? Wir haben beide Dr. Boom. Ich habe aber noch den 5-5er extra. Okay, er hat meinen Boom getroffen. Das finde ich nicht gut. Okay, wir haben beide einmal Face getroffen. Oh, er kann Dr. Boom aber vernichten. Boah, wow. Zum Glück haben wir den da. Zum Glück haben wir den da. Wir können Dr. Boom zerstören. Okay, könnten wir, hätten wir machen können, wenn er jetzt nicht sowas gemacht hätte. Naja gut, da können wir trotzdem noch den beschwören. Und den. Weil Face gehen, naja, soll er ruhig weiter versuchen. Theoretisch ist Face jetzt nicht unbedingt das, was ihm zum Ziel bringt gerade. Außer er hat die zweimal, dann ist das schon natürlich besser. Den werden wir silenzen. Definitiv. Oh, wir können allen 3 Schaden machen. Wartet mal. Wenn wir den also angreifen. Quasi so. Oder wenn wir der Spinne und da 3. Dann können wir überall einen 3 Schaden machen. Dann haben wir auch nur noch 12 Leben. Ah, das ist nicht so gut, glaube ich, gerade. Allerdings war er tot. Wir könnten unsere Eule noch opfern, dann wäre er ganz tot. Und der auch. Und wir hätten noch ein paar Kreaturen übrig. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt einfach. Ja, wir opfern die Eule. Sorry. Okay, was ich jetzt nicht bedacht habe, ist das da. Wir sind tot, wenn ich... Wartet mal. Ja, wir sind so oder so tot. 7, 8, 4 Schaden fehlen noch. Wir machen's. Wir riskieren's. Wir hätten das vormachen sollen, glaube ich. Dann hätte ich mir das alles erspart.
Okay, wenn er jetzt... okay, wir haben verloren. Wenn er damit richtig trifft. 50% Chance, dass wir noch nicht verloren haben. Okay, jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir haben nur noch 3 Leben. 4, 7, 11. Geht nicht. Wenn wir das machen, sind wir auch tot. Wir können also, wir müssen ja den machen. Den zerstören, wartet mal. Ja, das geht sogar so. 4 und 7 können wir machen. Das Problem, was wir jetzt nicht machen können, okay, wir hätten den vielleicht zerstören sollen. Wir können leider keine Karte ziehen. Und nächste Runde können wir dann theoretisch, wenn er jetzt uns nicht zerstört, den spielen, uns wieder auf 15 Leben hochbringen. Ja, okay. Immer noch 50%, wenn er nicht einen Schaden kriegt. Okay, tot. So passiert das leider. Ich hätte vorziehen müssen. Dann hätten wir den zerstört, den Dr. Boom. Deswegen immer zuerst Karten ziehen, Leute. Immer zuerst Karten ziehen, wenn ihr merkt, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Okay, ich habe mich ja jetzt verrechnet. Ich dachte, ich hätte dann auch noch 4 Mana übrig. Alter, ich hätte noch nur 3 Mana. Weil ich die Eule gespielt habe. Ja, ich habe die nicht ganz mitberechnet. Das war kind of stupid. Passiert eben mal. Man ist gleich aber nicht ganz im Kopf richtig drin. War leider auch unglücklich, dass er unbedingt Boom und Dings hatte. Das ist schon gut. Gegen Paladin ist auch der gut. Also ist es okay, ja. Der ist jetzt schlecht zu Anfang. Und wir haben auch keins unserer, wir hatten nur eine Kombo-Karte da. Oh, wir hätten den zum Beispiel gebrauchen können. Dann hätten wir auch gewonnen. Hätten wir den von umgezogen. Haben wir aber nicht. Also müssen wir wieder etwas langsamer beginnen, wie es aussieht. So, in dem Deck spiele ich die zweimal und Zombie Joe zweimal. Das bedeutet, logischerweise, wir können den Effekt erst nutzen, wenn wir Zombie Joe gezogen haben. Weil ansonsten ist das ärgerlich. Ja, irgendwie, kind of. Aber mal den zusammen. Weil der Effekt kommt natürlich nur durch, wenn alle Exemplare im Deck nur noch je eins betragen. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Ich glaube, er wird mit der Spinne in unsere Figur reinrennen. Schauen wir nicht. Okay, jetzt haben wir eine gute Sache, die wir machen können. Die dann nämlich. Dann wird er nämlich Avenge haben. Oder sowas. Ich hätte jetzt mit Avenge gerechnet. Dann gehe ich ja genau davon aus. Okay. Mit der Eule werden wir dann... Wir werden Karten ziehen jetzt einfach. Ist tragisch, dass der wiederbelebt wurde. Allerdings haben wir diese Karte. Damit fügen wir seinem ganzen Feld ordentlich Damage zu. Er wird überleben wahrscheinlich jetzt. Das heißt, er wird gleich 2-1-1 haben, noch zusätzlich. Oh. Wenn wir Glück haben, trifft er nochmal Face. Und dann greift er mit der Spinne vielleicht, okay, toll. Ja, das war wohl nicht die richtige Karte. Ah, aber schaut mal, was er gemacht hat. Das ist ganz gut. Das ist sogar super gut für uns gerade. Zombie Show ziehen wäre sogar sehr gut. Wir machen das, plus hier Waffe zerstören. Gut, dass der Typ das gemacht hat für uns. Nächste Runde können wir uns auch heilen damit. Außer wir ziehen Zombie Show, da können wir uns damit heilen. Ja, zerstört er uns den 3-2er oder geht Face, weil er irgendwie dumm ist. Nee, er geht nicht Face, okay. So, was? Ach, das ist eine gute Karte. Die werden wir ausspielen. Eine Karte ziehen, uns dann hochheilen und fertig ist das Ganze hier. Ja, so einfach ist das nicht, mich zu bezwingen, Mister. Wir haben jetzt die Chance, den da zu spielen. Der ist gut gegen Tyrion. Wer ich bin, geht euch nichts an. Das ist traurig. Vor allem, weil ich gerade nicht dagegen nicht viel machen kann.
Avenge plus Dings plus noch eine Karte. Okay, jetzt ist die Frage, wir machen einfach Dings. Das ist nächste Runde 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Schaden, die wir kriegen. Wenn wir nicht angreifen. Ansonsten kriegen wir nochmal mehr Schaden und dann sind wir tot. 17 Schaden kriegen wir sonst nämlich. Und das ist zu viel. Weil dann braucht er noch einmal plus 4. Ah, damit kriegen wir nochmal Schaden, wären wir bei 18 gewesen. Dann hätten nur noch 2 Schaden gefehlt und wir wären tot gewesen. Keine gute Idee, meine Herren. Deswegen habe ich das jetzt auf diese Art lieber gemacht. Lieber Dr. Boom beschwören und hoffen, dass wir das geregelt bekommen. Ich glaube, er will Consecration spielen. 2 Schaden auf alles. Seit der hätten wir also letztens das gemacht, was ich gesagt habe. Wären wir jetzt tot. Mit etwas Glück ziehen wir tatsächlich eine gewisse Karte. Ansonsten haben wir verloren. Okay, wir haben nicht Zombie-Joe gezogen. Das heißt, wir müssen jetzt hier angreifen. Genau, er macht das. 4, 6, 8. Wir können also noch eine gewisse Karte spielen. Okay, ich würde sagen, wir machen tatsächlich diese Karte, oder? Oh, damit zerstören wir uns aber auch unsere eigene Karte. Ja, wir können auch eine Karte ziehen und hoffen, dass wir treffen. 6. Das haben wir wieder verloren. Oh, dass das Deck gerade so schlecht läuft, ist echt erbärmlich. Ein Zombie-Chub brauchen wir nur. Ja, wir können, warte mal, das sind, oh, wir haben nur noch 5 Life. Der bringt gar nichts. Ja, wir müssen, komm. Echt schade, dass das so gekommen ist. Ja, wir können den jetzt noch kaputt hauen, aber das bringt gar nichts. Wir haben verloren, Leute. Könnt ihr das noch machen, dann würden wir das Feld zerstören. Aber insgesamt haben wir verloren. Yay, läuft ja schon gut. WTF. Na gut. Aller Anfang ist schwer, heißt es. Wir fangen gerade richtig schlecht an. Das wird er aber wieder verbessern und legen. Unser Deck ist eigentlich gegen solche Decks gut. Trotzdem, wenn euch die Folge gefallen hat, ein Däumchen, würde mich freuen. Ihr dürft gerne das Video teilen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, wenn wir dieses Mal wieder ein bisschen mehr ranken.